Herzlich willkommen zu einem neuen Linux-Video auf meinem Kanal. Heute teste ich mal die Linux-Distribution Zorin Linux, die auf Ubuntu basiert, auf Ubuntu und GNOME als Desktop. Und wie ihr eben gesehen habt, habe ich das Ganze schon mal installiert. Gerade eben hat es auch gebootet, einwandfrei. Ja, es dauert einen Moment. Da ist es und es sieht verdächtig nach Windows 10 aus. Für eine Linux-Distribution. Wir finden hier auf den ersten Blick Firefox, ein Dateibrowser und ein Software Store, ein Software Shop. Rechts finden wir dann den System Tray. Ja, das übliche GNOME-Gedöns hier, würde ich sagen. Wir sehen hier den Benutzernamen, die Verbindung und wir kommen durch einen Klick auf diesen Bereich auch direkt zu den Einstellungen, die gucke ich mir gleich an. Ja, außerdem finden wir hier noch einen Ausschaltbutton, eine Uhr, Kalender und Benachrichtigungen. Na gut, gehen wir zu den Einstellungen. Dass dieser Bereich aktiv ist, dass hier was offen ist, sieht man zum einen an der Vorschau, zum anderen an dem Punkt hier unten. Interessant gelöst. Kein Funknetzwerkadapter, Bluetooth, Erscheinungsbild. Ja, das sieht schon verdächtig nach Windows aus. Sie wollen auch ein ähnliches Look and Feel anbieten. Man könnte jetzt natürlich hier den Hintergrund ändern. Die Farben und so weiter, aber eigentlich passt das schon. Thema, Arbeitsoberfläche, wo man kann die Anordnung verändern. Man kann bestimmen, welche Symbole auf der Arbeitsfläche angezeigt werden. Das ist alles ein bisschen langsam hier, da ich leider keine Grafikkartenunterstützung habe. Sorry. Akzentfarbe kann man einstellen, Hintergrundfarbe. Anwendungen. Die Anwendungen können ein anderes Design bekommen. Zorin 95. Ja, ich hätte jetzt gern wieder den Standard eingestellt, aber das geht anscheinend nicht. Benachrichtigungen. Also das Ganze ist doch relativ GNOME geprägt hier. Tastenkombination. Energie, Netzwerk. Von der Grafikkarte sehe ich hier im Moment nichts. Aktualisierte Anwendungen wurden seit der Veröffentlichung von Zorin 15 herausgegeben. Möchten Sie diese jetzt installieren? Ich mache das gleich. Und klicke hier mal die Einstellungen an, während die Aktualisierungen eingespielt werden. Ich würde gerne vor allem Bildschirm Auflösung und eventuell die Treiberunterstützung ändern. Das funktioniert aber alles nicht so richtig, weil das eben eine komische Auflösung ist. Hintergrund ändern, Eigenschaften. Grundlegend Zugriffsrechte, nee, hier kann ich nirgends die Auflösung einstellen, leider. Geräte, Details vielleicht. Datum und Zeit, nee, das ist es auch nicht. Erscheinungsbild, es muss doch sowas wie Grafik geben. Systemwerkzeuge, Laufwerkhauptmenü, Aktualisierungsverwaltung. Das zum Beispiel würde ich auch gern wieder ausstellen, so dass hier quasi der Default-Modus aktiv ist. Das geht aber gar nicht. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Schriften können wir jedenfalls einstellen. Die Leiste können wir einstellen. Vielleicht gibt es ja eine Suchfunktion oder sowas. Region und Sprache, Online-Konten, Datenschutz, Audio, Energie, Netzwerk, Geräte. Auflösung. Ha! Wer sagt's denn? Ich schraube die mal ein bisschen hoch. Ich hoffe, das bringt so. Anwenden. Das sieht gut aus. Beibehalten. Das sieht sogar sehr gut aus. Im Grunde müsste ich das Video jetzt von vorne anfangen, aber das gehört halt dazu, wenn man sich so eine Distribution anguckt. Okay, so kann ich damit was anfangen. Benachrichtigung, Erscheinungsbild, ändert sich im Laufe des Tages. Hey, das ist cool. Das ist von Apple abgeschaut, möchte ich mal sagen.
Details. Unter Geräte war jetzt diese Grafikeinstellung sehr interessant. Thunderbolt wird hier unterstützt. Maus und Tastenfeld, Bildschirme, dies und das. Ich mache dir jetzt mal zu die Einstellung. Ich lasse jetzt mal alles so und guck mal, was noch so installiert ist im Bereich Büro. Zum Beispiel haben wir einen Dokumentenbetrachter. Wir haben Evolution als E-Mail-Software. Wir haben einen Kalender, wo jetzt nicht mal raus hervorgeht. Das ist wahrscheinlich der GNOME-Standardkalender, wer den programmiert hat. Wir haben eine Kontaktverwaltung, gucke ich mir gleich an. Außerdem haben wir natürlich sämtliche LibreOffice-Programme an Bord im Bereich Büro. Im Bereich Grafik findet sich GIMP, LibreOffice Draw, Shotwell und Simple Scan. Das ist alles relativ sinnvoll, so wie es hier ausgewählt ist, meiner Meinung nach. Firefox Webbrowser im Bereich Internet. Außerdem gibt es noch Bernina. Da weiß ich auch wieder nicht, was es ist. Ein Remote Desktop Client. Okay. Lokales Adressbuch. Da werden neue Kontakte gespeichert. Kontakte kann ich hier hinzufügen. Naja. Ist halt kein Handy, sondern ein Desktop-Computer. Aber gut, wer es braucht, Hilfsprogramme. Ist ja nicht so, dass die ganzen E-Mail-Anbieter das nicht schon mitliefern würden. Aber ich finde es interessant, mal was anderes. Auch die Icons hier kenne ich so nicht von den Linux-Distributionen, die ich so in letzter Zeit mir angeschaut habe. Also das ist durchaus mal erfrischend. Hier finden wir Hilfsprogramme. Bildschirmfoto, Datensicherung, Festplattenbelegung, Analysieren, Hilfe, Laufwerke, Passwörter und Verschlüsselung, Protokolle, Terminal, Systemüberwachung. Anderes im Bereich Multimedia finden wir Cheese, Brasero, ich glaube, das ist eine Brennsoftware, Rhythmbox als Audioplayer, ein extra Videoplayer ist auch verbaut, PTV im Bereich Spiele, Mahjong, Minen, Sudoku, Tetris, Systemwerkzeuge, Aktualisierungsverwaltung, Eingabemethode, Einstellungen haben wir uns jetzt zur Genüge schon angeschaut, Energiestatistiken, Hauptmenü, Laufwerke, Software, Startprogramme, Zorin Erscheinung, Zorin Connect, verbindet dein Computer mit einem mobilen Gerät, auch eine interessante Funktion. Da arbeitet ja auch Windows dran im Moment, beziehungsweise Microsoft. Systemwerkzeuge und Zubehör. Zubehör Wetter, das ist mehr als Windows bietet, muss man sagen. Obwohl, da gibt es ja die komischen Kacheln. Da gibt es bestimmt auch eine Wetter-App, Karten, Aufgaben, Dateien. Ich finde, das ist eine durchaus sinnvolle Vorauswahl hier an Software. Dateien finden wir bestimmt auch hier nochmal. Genau, das ist der Dateimanager. Sieht nach Nautilus aus, würde ich jetzt mal so vermuten. Info, nö, der heißt einfach Dateien. Okay, ich will das jetzt gar nicht weiter erforschen, aber wir haben hier, wie wir das unter Windows auch haben, Dokumente, Downloads, Musik, Bilder, Videos. Dann hier eben eine Softwareverwaltung, die ich mir unbedingt noch anschauen wollte. Hier sind wieder die Einstellungen, Aktivitäten. Auch schick, das ist absolut schick. Hier werden alle Anwendungen in Miniaturform auf dem Desktop dargestellt. Also das macht schon einen professionellen Eindruck hier. Das ganze System, muss ich sagen, gefällt mir gut. Das ist der Dateimanager, Videos, Musik, Bilder, Schreibtisch. Macht auch einen stabilen Eindruck. Hier haben wir die klassische GNOME-Softwareverwaltung. Wenn auch in etwas unpassendem Windows 95 Design, wie ich finde. Ich weiß aber nicht, wie man das voreingestellte Windows 10 Design wieder zurück einstellt. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber da gibt es bestimmt Mittel und Wege. Die Programme sind aktuell. Also das mit dem Einspielen der Software hat anscheinend auch geklappt. Ja. Und insgesamt dachte ich, das wird so ein komischer Test, komisches Betriebssystem.
was versucht, irgendwie einen Windows-Desktop nachzubilden und das so halbherzig und unprofessionell. Aber ich muss sagen, nach diesem kurzen Test hier, dass ich durchaus positiv überrascht bin. Vom Design, von der Softwareauswahl her. Ich finde, das macht einen ganz vernünftigen Eindruck. So emulatorenmäßig habe ich jetzt natürlich nichts gefunden. Also es geht hier wohl wirklich mehr um das Design als darum, irgendwelche Windows-Programme zu emulieren, die manche Leute halt zwingend brauchen. Auch unter Linux. Man denke vielleicht an irgendwelche Office-Programme oder so, ich weiß es nicht. Da ist anscheinend nichts mitgeliefert. Aber ich denke, wer sich für ein Linux entscheidet, egal wie das jetzt aussieht, dem muss klar sein, dass es nicht so 100% kompatibel ist mit der Software, die es eigentlich nur für Windows gibt. Den Browser habe ich schon, lerne jetzt auch den Rest von Firefox kennen. Das hier ist ein Standard-Firefox-Browser in Version 67.01. Also ich glaube, der ist sogar halbwegs aktuell. Kommt auch in diesem grauen Windows 95 Design daher, was ich vorher eingestellt habe. Wie gesagt, das finde ich nicht wirklich prickelnd, das Design. Ich gehe jetzt nochmal schnell auf die Webseite, die hier wahrscheinlich sinnigerweise verlinkt ist, auf dem Home-Button. Jawohl, Zorin OS 15, veröffentlicht am 6.06.2019, soviel ich weiß. Hier könnt ihr euch das Ganze runterladen in verschiedenen Versionen. Zum einen gibt es die Ultimate-Version, die kostet 39 Euro. The Best Business and Media Apps, macOS, Windows, Linux and Touch Layouts. Okay, anscheinend gibt es da noch andere Layouts. Guck da gleich nochmal. Über 20 Spiele includes Ultimate Lite. Was auch immer das ist, in Kürze verfügbar. Windows and Touch Desktop Layouts Only. Das heißt, hier haben wir keine macOS-Oberfläche. Das ist jetzt eben die Core-Version, die gibt es gratis. Und dann gibt es noch eine Lite-Version mit XFCE. Die läuft auch auf älteren Computern. Da ist LibreOffice ebenfalls dabei, was eben auch teilweise kompatibel ist mit Microsoft Office. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Education-Version mit Educational Apps for Every Class, Coding and Science, Teaching Tools, Classroom, Management and Control. Also es richtet sich wohl an Lehrer und auch Schüler. Für dieses Video würde ich sagen, reicht's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne mal Reaktionen da. Was hat euch gefallen? Was würdet ihr gern in Zukunft für Linux-Videos sehen? Ich brauche da unbedingt mal Input, denn die Liste der Distributionen, über die man ein Video machen könnte, die ist natürlich begrenzt. Hier erstmal vielen Dank jetzt fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.